Herzlich willkommen beim GWriters Videoblog. GWriters ist spezialisiert auf akademisches Ghostwriting. Wir kommen auch zu einem neuen Video, die Gegenüberstellung zur theoretischen Bachelorarbeit, zur Literaturarbeit. Heute mit dem Thema empirische Bachelorarbeit schreiben. Vorteile, Nachteile und Herangehensweise. Auch diesmal stellen wir euch Vor- und Nachteile eben dieser Arbeitenart vor und die üblichen Herangehensweise. Schauen wir uns einmal an, welche Vorteile wir bei der empirischen Bachelorarbeit haben. Das Engagement, was man bei einer empirischen Bachelorarbeit einbringt, wird besonders anerkannt, da man eben Versuche durchführt mit Probanden. Der Einsatz selbst verbessert in den meisten Fällen schon das Ergebnis und man hat eine willkommene Abwechslung zur reinen Theoriearbeit, zur reinen Literaturarbeit. Man kann neue Schlüsse ziehen aufgrund neuer Daten, die man erhoben hat und kommt somit zu teilweise auch einem wirklich besseren Ergebnis. Das Ganze bringt natürlich auch Nachteile mit sich. Und zwar ist die Empirie in der Regel sehr aufwendig. Man ist auf Probanden angewiesen, muss ordentliche Versuchsanordnungen hinbekommen, man muss ordentliche Fragebögen erstellen und dementsprechend auch auswerten. Das Ganze ist natürlich ein etwas langwieriger Arbeitsprozess. Weiterhin ist natürlich auch die Suche nach entsprechenden Probanden teilweise schwierig. Dazu gibt es einige Herangehensweisen, die sehr üblich sind. Da gibt es Befragungen und Interviews. Wie gerade schon erwähnt, muss man dazu einen Fragenkatalog vorbereiten, der dann entsprechend auch ausgewertet wird. Eben schon alleine diese Vorbereitung stellt eine Menge Arbeit dar und dann dementsprechend auch die Durchführung. Man kann natürlich auch Experimente vornehmen oder eben ganz einfach von Beobachtungen ausgehen. Das Ganze geht dann offen oder verdeckt und teilnehmend oder eben nicht teilnehmend, wie das halt so üblich ist. Man kann auch eine Inhaltsanalyse von Sekundärquellen durchführen. Das Ganze ist dann etwas weniger aufwendig, aber schwächt natürlich dann auch etwas die Leistung der empirischen Arbeit. Oder man führt einfach Gruppendiskussionen mit verschiedenen Probandengruppen durch. Aber auch hier wiederum zu sagen, dass es recht aufwendig ist, diese Probanden zu finden. Ich hoffe, ich konnte euch einmal die empirische Bachelorarbeit gegenüber zur theoretischen Bachelorarbeit stellen. Würde mich freuen, wenn ihr euch auch das andere knappe Video anschaut und bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart.